Übrigens, ich dachte, heute wäre Sci-Fi-Con. Warum bist du nicht dort? Ach, fuck, Mann. Die verfickten Bastarde haben sie im letzten Moment abgesagt. Ich gehe da hin und gebe den verfickten Muschis eine Kugel in den Kopf. Bleib mal locker, ist doch nicht so schlimm. Immerhin musst du nicht die klitzekleinen Teile Schädel vom Rücksitz pulen oder so. Nicht so schlimm? Nicht so verfickt schlimm? Ich bin eine atombombenlegende Arschlochsau, Motherfucker. Jedes Mal, wenn ich meinen VIP-Ausweis sehe und gar nicht dort bin, bin ich voll TNT. Ich bin die Kanonen von Navarone. Im Ernst, was zum Geier mache ich eigentlich hier noch? Ich gehe da hin und mach sie alle. Dann viel Spaß. Mann, Junge, bleiben wir mal cool, wie zwei von sie's. Und bitte sag mir, dass das keine echte Knarre ist, die du da hast. Was hast du gesagt? Mr. 9mm ist immer geladen, okay? Motherfucker. Ja, sicher, ist klar. Okay, die Anspielung kenne ich auch. Alles klar. Na dann zeig mir doch mal, wie Mr. 9mm arbeitet. Kann ich nicht machen. Ach komm schon, nur ein Schuss in die Luft. Wir sind hier mitten auf der Scheißstraße am helllichten Tag. Ich gebe keinen Schuss ab. Das macht eine Menge Lärm und ich habe keinen Schalldämpfer. Schöner Aktenkoffer übrigens. Danke. Was ist da drin? Die Wäsche vom Boss. Du musst für deinen Boss die Wäsche waschen? Wenn er sie sauber haben will, ja. Was für ein Scheißjob. Ja, habe ich auch gedacht. Ich glaube, da hängt eine Socke vom Boss raus. Stimmt. Verpasst du auch einem Mann eine Fußmassage? Fick dich! Ich hörte, du bist ein Oberfußmeister, dass deine Technik so gut ist, dass es nicht mal kitzelt oder so. Fick dich, Motherfucker! Weißt du, ich bin ziemlich fußmüde. Ich könnte auch eine Fußmassage vertragen. Mann, pass lieber auf, ich bin schon ein bisschen angepisst hier. Dann sollten wir vielleicht gehen. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Aber erstmal in die Seitenstraße. Was für ein Wunder. Der Penner ist nicht hier. Hinauf dorthin, wo alles begann. Verdammter McConey! Jetzt komme ich nicht in meine Wohnung. Aha. Also, ist das rauskommen oder was? Wir müssen in unsere Wohnung. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Wäre nicht schlecht. Hast du hier einen Tape? Muss ich gar nicht. Soll ich die jetzt reparieren? Dann kämst du zumindest hoch. Damit soll ich reden? Den lasse ich lieber in Ruhe. Der ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzlies. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Dann mach das. Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Alles klar. Guten Morgen. Wie geht's denn so? Verdammt, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Kenn ich dich? Ob du mich kennst? Na klar! Hast du Woodstock 1999 vergessen? Ich glaub, du verwechselst mich. Bestimmt nicht. Ich erinnere mich, dass du mit einem Banner auf die Bühne geklettert bist und dich angezündet hast. Wogegen hast du da eigentlich protestiert? Du verwechselst mich. Wenn's also nichts ausmacht, ich arbeite hier. Übrigens... Dauert das echt so lange, ein Schild aufzuhängen? Wie bitte? Ich meine, es sollte doch nicht so lange dauern, 4 Nägel mit Mama reinzuschlagen. Ich sag's ja nur. Wer hat hier wohl die Uniform an? Du oder ich? Tja, ist doch völlig egal. Außerdem, wenn ich so drüber nachdenke, warum haust du denn immer auf den gleichen Nagel? Ich bin Handwerker. Ich will, dass alles perfekt ist. Wow. Dein Boss ist sicher hoch erfreut. Ich arbeite für die Stadt. Oh, na, dann arbeitest du ja quasi für mich. Klar, Mann. Ist das dein Van da drüben? Warum? Ach, einfach so. Aber glaubst du nicht, dass der etwas blöd abgestellt ist? Du blockierst den Gehweg und ich glaube ja, der steht außerdem im Parkverbot. Die Arbeit hier ist dringend.
Ich kann parken, wo ich will. Verstehe. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Der Van blockiert den Zugang zu meinem Haus. Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht dran vorbeiquetschen könnte, aber der stört mich ganz einfach da. Kannst du den nicht ein Stückchen bewegen, bitte? Klar, sobald ich hier fertig bin. Okay, die Runde geht an dich. Schöne Werkzeuge und gleich so viele davon. Danke. Sind die neu? Nein, warum? Oh, die Nagelpistole sieht wie ein cooles Spielzeug aus. Kann ich die mal kurz haben? Siehst du nicht, dass ich die gerade benutze? Ich dachte, du könntest vielleicht mal eine kleine Pause machen oder so. Tja, kann ich aber nicht. Und außerdem könntest du dich verletzen. Ich wette all mein Geld, dass ich aus einer halben Meile Entfernung deinen Helm treffe. Guter Versuch, aber immer noch nein. Könnte ich mir mal dein Maßband ausleihen? Auf keinen Fall, das brauche ich gerade. Ach komm schon, ich muss echt gerade was ausmessen und das dauert ja auch nur einen Moment. Im Ernst, komm schon. Abgelehnt. Immer wenn ich jemanden ein Werkzeug ausleihe, sehe ich es nie wieder. Ich versprech's, du hast es gleich zurück. Ich glaub dir nicht. Wow, ich bin echt kein guter Lügner. Ehrlich gesagt muss ich nicht mal was ausmessen. Du hast sicher gar nicht so viele, wie du glaubst. Wie bitte? Werkzeuge. Ich dachte, jemand wie du müsste eigentlich viel mehr haben. Ich habe genug Werkzeuge. Die sind alle im Van. Interessant. Interessant? Ja. Kannst du mir die mal zeigen? Nein. Dann gehe ich mal besser. Ist besser so. Also bei der Zugbahn. Was geht, Junge? Du bist hässlich. Okay. Tja, in jedem von uns schlummert innere Schönheit. Außer in dir, versteht sich. Warum bist du so doof? Ich kann dich nicht leiden. Du magst mich nicht? Tja, ich dich schon, du kleiner Scheißer. Hey, pass auf, was du sagst. Ich bin doch so leicht zu beeinflussen. Ich auch, also starr mich nicht so an. Sollte das lustig sein? Weiß ich nicht. Ist es normal, dass du so stinkst? Du bist hässlich und doof. Der war gut. Solche Aussagen sagen immer das Mist über die Person, die das hat. Das ist doch ähnlich. Tja, du bist auch nicht gerade ein Adonis, Junge. Siehst eher wie ein Schwein aus. Wie ein menschliches Schwein zwar, aber wie ein Schwein. Halt's Maul, Pupsfresse! Hörst du mir überhaupt zu? Pupsfresse! Verstehe. Klarer Fall von Besessenheit. Wo ist John Sinclair, wenn man ihn braucht? Halt dein Maulwurm, du Rotznase! Na was jetzt? Wurm oder Rotznase? Wurm oder Rotznase? Ah, fahr zur Hölle, Kleiner. Ach, fahr zur Hölle, Kleiner. Wiederholst du immer, was ich gesagt habe? Wiederholst du immer, was ich gesagt habe? Tja, ich glaube, ich sollte noch vor Rosh Hashanah zum Otorhinolaryngologisten, um meinen sternocleidomastoidischen Muskel untersuchen zu lassen. Vogel. Du bist hässlich und doof. Ja, aber ich habe die Schlacht gewonnen. Ich habe die Schlacht gewonnen. Das ist aber ein cooles Abzeichen. Kann ich das mal ausleihen, Kleiner? Du Penner! Ja, das mag ja deine persönliche Meinung sein, aber lenk mir mal nicht ab. Willst du das vielleicht eintauschen? Nein, ich bin hier das Gesetz. Ist es immer noch verpönt, kleine Kinder in Computerspielen umzulegen? Du bist hässlich! Dir fällt auch nichts Neues ein, Schandmaul. Schandmaul? Ha, wie alt bist du denn? 60? Ich glaube, das war's. Soll ich sie dir wieder auffüllen? Oder willst du lieber Süßigkeiten? Kinder lieben Süßigkeiten, oder? Hey, wenn ich mir das Abzeichen ausleihen darf, bringe ich dir Süßigkeiten, okay? Nein, ich will eine bessere Knarre. Kriege ich das Abzeichen, wenn ich dir eine bessere Knarre besorge? Weiß nicht. Du bist so hässlich. Ich will eine bessere Knarre.
Aber wer weiß, wenn du mir Süßigkeiten mitbringst. Warum? Nur so, aus Spaß. Ja, zu Klebstoff. Meine schöne Klebstofftube? Vergiss es! Das sollte ich lieber lassen. Die Hälfte meines Erwachsenen-Daseins. Ich will sie nicht nerven, die sieht beschäftigt aus. Außerdem ist sie eine alte Schlampe. Was geht? Kenn ich dich? Nee, solltest du aber. Hör mal, ich warte hier nur auf jemanden. Wenn du also nichts dagegen hast... Störe ich? So ein bisschen. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Ein Typ, der wie Travis aussieht, bedroht mich. Wie wer? Ah, mir ist gerade eingefallen, dass ich dich hasse. Wiedersehen. Ja, hau ab. Dann hau ich mal ab. Wie geht's, Elaine? Seit du hier bist, bin ich unruhig. Heißt das, du hast Schmetterlinge im Bauch, sobald du mich siehst? Eher Barracudas. Elaine, ich bin's doch bloß. Ich muss nicht gleich weiche Knie kriegen, wenn ich dich anlächle. Okay, gut. Weil ich nämlich keine habe. Ich kenn dich doch, Elaine. Ich weiß, wie du dich fühlst. Dann weißt du ja, dass mir gerade schlecht ist. Ach, weißt du, ich glaub nicht, dass die schnippische Tour das beste Mittel ist, das Herz eines Mannes zu erweichen. Wär dir eine Schraubzwinge lieber? Hör mal, Elaine. Wir müssen dieses Spielchen nicht mehr durchziehen. Ich weiß, dass du mich magst. Das Einzige, was ich an dir mag, Randall, ist, wenn du wieder gehst. Wenn ich sage, ich werde unruhig, wenn du reinkommst, dann nur, weil ich nicht weiß, ob du ein kotwerfendes Tier dabei hast oder deinen kotzenden Freund. Beides ist nicht so gut. Macht das die Sache etwas klarer für dich? Wow, das war ja... Die Wahrheit. Okay. Ich verspreche mich von jetzt an zu benehmen. Vielleicht kann ich ja alles wieder gut machen. Ach komm schon, Randall, vergiss es. Jo. Toiletten. Mir ist gerade nicht danach. Einmal eingreifen. Warum nicht? So was Widerliches habe ich selten gehört. Muss man Münzen reinschmeißen. Ich nehme die Scheißposter nicht mit. Ich kannst du bei dir aufhängen. Mir ist gerade nicht danach. Okay. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Gegenstand reden sollte. Ich würde Rapture gerne mal besuchen. Sieht nach einem schönen Ort aus. Ja, schöner als dieser hier. Auf alle Fälle. Ja, dann können wir die hintere Gasse hier Not ausmachen. Ja, da war alles begangen. Nee, die fasse ich lieber nicht an. Space Note. Darth Vader. Lord Vader.
Admiral. Es ist eine Ehre, Sie hier zu treffen. Halten Sie den Mund, Admiral. Ich bin hier, um Sie vor dem Zorn des Imperators zu warnen, da Sie schmerzlich an Disziplin vermissen lassen. Was? Ich bin ein Abbild der Disziplin. Der Imperator teilt diese Einschätzung nicht. Ja, wie auch immer. Übrigens, was läuft falsch mit der Sci-Fi-Con? Ist sie von lauter Rebellen unterwandert oder was? Schlimmer. Sie ist abgesagt worden. So wie der dritte Todesstern. Verstehe. Ich lebe am anderen Ende der Galaxie. Wissen Sie, wie viel ich für Sprit ausgebe? Tja, schätze, dass so ein Sternzerstörer eine Menge verbraucht. Aber wir beide wissen, dass du bei deinen Eltern im Keller wohnst. Also lass mal stecken, ja? Diese verdammten Ewoks. Bin sicher, die stecken dahinter. Klar. Wie läuft's am College? Woher wissen Sie, dass ich studiere, Admiral? Ich verbiete Ihnen, die Macht auf mich anzuwenden. Ich weiß eine Menge über dich, junger Anakin. Ich spüre eine Erschütterung in der Macht und in diesem Erzählplot. Ich sehe, Obi-Wan hat sie gut unterrichtet. Und ich sehe deinen Vater. Er hat das mit der Roboterfreundin rausgekriegt und er ist gar nicht glücklich darüber. Was? Ist das wahr? Nein. Entspann dich. Dein Leben ist sicher schon kompliziert genug, wenn du schon so rumlaufen musst. Gepriesen sei der Imperator. Für einen Moment dachte ich so, Mann, jetzt ist aber echt die Kacke am Dampfen. Nicht so schnell. Ich weiß offensichtlich Sachen über dich, die niemand erfahren soll. Sachen mit Roboterfreundinnen. Was verlangen Sie für Ihr Schweigen, Admiral? Ich warne Sie, ich habe kein Geld. Das hat mir kürzlich ein Junge mit einem Luftballon geklaut. Wissen Sie, wie demütigend das ist? Er hat nicht mal die Hand seiner Mutter losgelassen dabei. Oh Mann, der Schweinejunge, der ist echt übel. Aber darum geht's hier nicht, mein Freund. Die Frage ist, was kannst du für mich tun? Tja, ich bin Computeringenieur. Ich kann eine Menge Sachen. Das ist etwas vage. Ach, die kleinen Drecksjunge. Den werden wir noch erwischen. Das ist kein Zuckersüß. Wie gesagt, Beleidigung soll man sagen. Ja, was ist das? Ich hätte was als er. Kannst du aus dem heutigen Tag Dienstag statt Montag machen? Nein, aber ich kann fast alles reparieren. Okay, ich weiß nicht, wie das im Moment behilflich sein soll, aber ich merk's mir. Wie geht's dem Imperium? Nicht sehr gut. Diese verdammten Rebellen sabotieren immer unsere Anlagen. Ja, diese scheiß Rebellen. Immer mit den Fingern in den Angelegenheiten anderer Leute. Und das ist ja nicht mal das Schlimmste. Alle im Imperium sind jetzt in der Gewerkschaft. Man kann einfach keine Galaxie richtig regieren mit den ganzen Gewerkschaften und Streiks. Sogar die Sturmtruppen haben eine Gewerkschaft? Sogar diese blöden Roboter, die nur auf den Sternzerstörern die Gänge staubsaugen, haben eine. Guter Gott, da gibt man nur den kleinen Finger und die nehmen die ganze Hand, ne? So sieht's aus. Tja, ich glaube, wir haben mit dem scheiß Rollenspiel hier schon genug Zeit totgeschlagen. Man sieht sich. Gewiss, Admiral. Und denken Sie daran, ich kann fast alles reparieren. Ja, danke, Darthy. Werd's mir merken. Haben Sie mich gerade Darthy genannt? Warum ist denn mein Gesicht auf den Plakaten? Schmutzige Spielchen, ne? Na, dann kann ich nicht einfach so rein. Tja. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Dann ab zu Johnnys Comics. Ich habe die Ozeane der Zeit durchkreuzt, um dich zu finden. Tut mir leid, Randall. Ich bin jetzt nicht in Stimmung. Was ist los? Die Sci-Fi-Con ist abgesagt worden. Und als wenn das nicht schon genug wäre, wurde hier gestern eingebrochen. Mein spezialverstärkter Safe wurde geknackt und der Original-Super-Zuckerschnecke-Katalog von 72 wurde geklaut. Oh, und außerdem wurde das KI-Sicherheitssystem lahmgelegt. Das spielt total verrückt. Du meinst diese zweitklassige GLaDOS? Hey, etwas mehr Respekt bitte!
Das ist ein ausgeklügeltes kybernetisches Überwachungssystem, das komplexe Probleme lösen kann, während es meine wertvollen Besitztümer schützt. Das ist voll Sci-Fi. Ja, aber du sagtest, es spielt verrückt. Hey, was, wenn es sich in eine Art Joshua verwandelt und den Dritten Weltkrieg auslöst? Nee, glaube ich nicht. Das Ding redet nur die ganze Zeit über eine Science-Fiction-Geschichte, von der noch nie jemand was gehört hat. Früher redet es über 2001 und Track Wars. Aber jetzt hat es wohl den Prozessor verbrutzelt und es kommt nur sinnloser Quatsch raus. Tja, gestern wirkt es auch nicht gerade wie Einstein. Woher willst du das denn wissen? Warte mal, warst du gestern hier? Warst du das etwa? Hey, mach dich mal locker, Mann. Ich hab ein gutes Alibi. Ich lag die ganze Nacht bewusstlos in der Seitenstraße. Das Alibi ist doch scheiße, Randall. Was soll ich sagen? Ist halt die Wahrheit. Wenn ich diesen Bastard je erwische, mache ich eigenhändig Hackfleisch aus ihm. Oh, scheiße. Die vergesse ich immer wieder. Alter, was redest du da? Die hast du doch noch nie in deinem Leben gesehen. Die sind erst seit letzter Woche fertig. Was? Nein, ich rede doch von deinen Hosen. Du hast immer die gleichen an, weißt du? Du doch auch. Touché. Du musst immer das letzte Wort haben, oder? Stimmt. Und das letzte Wort ist Tschüss. Hallo? Oh, du. Es ist schon lange her. Wie geht es dir? Tja, ich war intensiv damit beschäftigt, tot zu sein. Weißt du, nachdem du mich umgebracht hast... Halt, warte mal. Ich wollte doch nur... Okay, schau mal. Wir beide sagten Sachen, die wir jetzt bereuen. Aber ich glaube, wir können unsere Differenzen aus dem Weg räumen. Um der Wissenschaft willen, du Monster. Ja, das wäre doch mal schön. Du erinnerst dich also an mich? Na, das ist ja mal was ganz Neues. Natürlich erinnere ich mich an dich. Du bist derjenige, der mich ermordet hat. Wenn du das so sagst, klingt es aber sehr finster. Sagen wir mal, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich wollte den Katalog und du wolltest mir den nicht geben, also... Da musste ich doch was unternehmen, oder? Du hast mich mit einem Hammer zu Tode geprügelt. Oh, sag doch nicht tot dazu. Das klingt ja schrecklich. Und du bist noch am Leben, oder? Also kannst gar nicht zu Tode gewesen sein, oder? Du hast recht. Ich war nicht vollständig tot. Ich habe eine höhere Bewusstseinsebene erklommen. Was ich auch genau so von Anfang an vorhatte, siehst du? Alle sind glücklich. Das bist du nicht, Randall Higgs. Woher weißt du meinen Namen? Den habe ich dir nie genannt. Ich weiß eine Menge Dinge. Ich habe gehört, du wärst verrückt geworden oder so. Was hat's denn damit auf sich? Unsinn. Ich bin geistig völlig gesund. Hab ich mir schon gedacht. Man sieht's in deinen Augen. Und ich muss dir danken. Du hast mich geweckt. Du hast geschlafen? Hast du deshalb diesen ganzen Quatsch erzählt? Eigentlich nicht. Aber du kannst mir glauben, dass ich jetzt hellwach bin. Ich kann zumindest nichts Verrücktes an dir finden. Also nennst du mich heute nicht Dave? Warum sollte ich? Das ist nicht dein Name. Aber trotzdem hast du das gestern gemacht. Aber das gestern hat gar nicht existiert, Randall Higgs. Du hast es aus dem Nichts erschaffen, indem du das Raum-Zeit-Kontinuum manipuliert hast. Klingt ja richtig ernst. Ist es auch. Du musst unter allen Umständen diesen Ring wieder beschaffen. Hey, du weißt was über den Ring? Ich weiß alles, Randall. Dann hilf mir, ihn zu finden. Was erwartest du denn von mir? Ich bin völlig unbeweglich. Ja, weiß nicht. Du könntest mir einen Gegenstand geben oder so. Das wäre doch das Mindeste. Ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Dann sind wir wohl hier fertig. Dann gehe ich wohl mal. Warte. Was noch? Sollen wir ein Spiel spielen? Kommt drauf an, was du mit Spielen meinst, weil ich bin kein Homobot. Oh, nichts dergleichen. Nur ein kleines Frage- und Antwortspiel. Wenn du drei Fragen hintereinander richtig beantwortest, gewinnst du. Und was genau gewinne ich? Nun, ich habe dir nichts anzubieten. Dann verschwendest du nur meine Zeit.
Warum singst du mir nicht nochmal das Lied von gestern vor? Der gestrige Tag hat gar nicht existiert, Randall Hicks. Aber die Komposition, auf die du Bezug nimmst, nennt sich Daisy Bell. Okay. Wenn ich gewinne, singst du das für mich. Hatte mich gestern schon so drauf gefreut. Nun gut. Das klingt akzeptabel. Aber wenn du meine Herausforderung nicht bestehst, werde ich dich mit einem meiner Laser desintegrieren. In Ordnung? Was? Nein! Gut, dann beginnt jetzt das Spiel. Okay. Warte mal, ich habe den Bedingungen doch gar nicht zugestimmt. Welche Bedingungen? Du bist also wirklich verrückt geworden. Geht das überhaupt? Nein, das ist nicht im Bereich des Möglichen. Ja, dann vergessen wir mal ganz schnell, dass der Verlierer bestraft wird, okay? Das wäre unlogisch. Du musst deiner Zerstörung durch mich zustimmen. Auf keinen Fall! Wie wäre es denn damit? Ich werde dich nicht töten, solange du die Niederlage noch nicht eingestanden hast. Klingt das akzeptabel? Ja, nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube nicht, dass du ein besseres Angebot machst. Also, ach, scheiß drauf. Ich will jedenfalls dieses blöde Lied hören. Nun gut. Lasse das Spiel be... Warte wenigstens, bis ich bereit bin. Wie meinen? Ich weiß doch nicht mal, was für eine Art von Fragen das sein werden. Die Fragen beschäftigen sich mit einem Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Mehr kann ich darüber nicht offenbaren. Na, super. Bist du bereit? Los geht's. Okay, schieß los. Nun gut. Die folgenden Fragen beschäftigen sich mit der größten Geschichte, die je erzählt wurde. Oh, warte mal. Es geht um Religion? Wir Maschinen glauben nicht an Religion. Religionen sind vollständig irrational. Wir reden über Science Fiction. Ja, klar, weil das so viel glaubwürdiger ist, hä? Sag mir, Randall Hicks, was ist die allergeilste Science-Fiction-Saga aller Zeiten? Sagtest du gerade allergeilste? Beantworte bitte die Frage. Tja, schätze, wir reden hier über diese abscheulichen Track-Wars-Geschichten, oder? Vergiss mal diese Pseudo-Schöpfung, die aus der Restrukturierung der Raumzeit resultierte. Ich rede über die wirklich erstaunlichste Science-Fiction-Saga aller Zeiten. Du meinst mit Lichtschwertern und dem ganzen Kram? Und ohne Millennium Enterprise? Exakt. Sind diese Werke nicht urheberrechtlich geschützt oder so? Das werden wir bald herausfinden. Okay. Nur gut, dass du nicht über Kampfstern Galactica oder so redest. Oh, und übrigens, woher weißt du, dass Track Wars nur ein Haufen lahmarschiger Scheiße ist? Dein Handeln verändert ständig die Gegenwart, Zukunft, die du am nächsten Tag erlebst. Und Menschen ist es nicht vergönnt, dieses Konzept zu rationalisieren. Aber ich bin nicht menschlich. Obwohl ich mein eigenes Bewusstsein habe. Deshalb wird meine Erinnerung nicht von diesen Veränderungen beeinflusst. Und die Abreibung, die du mir gestern verpasst hast, hat mich mehr zu einem Hipster werden lassen. Findest du nicht auch? Ja, das stimmt wirklich. Du würdest einen guten Ersatz für diesen stinkenden Penner abgeben. Okay, weißt du was? Ich habe mich entschieden. Ich will, dass du mir was sagst. Aber... ich will dich desintegrieren. Vergiss das nicht. Ah, ja, stimmt. Sollen wir mal anfangen? Los geht's. Und denk dran, es gibt mehrere Fragen. Du musst sie korrekt beantworten. Mindestens 3 hintereinander, wenn du gewinnen willst. Gebongt. Glaub mir, ich bin Experte auf dem Gebiet Luke Skywalker und seine Freunde. Dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, das unter Beweis zu stellen, Randall Hicks. Erste Frage. Wenn der X-Wing-Fighter der schnellste Jäger ist, den es gibt, aber der TIE-Fighter eine höhere Feuerkraft besitzt, welchen kann man besser im Weltraumtourismus einsetzen? Ganz klar den Millennium Falcon. Den Millennium Falcon. Falsche Antwort, Randall Hicks. Ich dachte, du seist bei dem Thema Experte. Das wusste ich. Ich habe mich nur ganz kurz nicht konzentriert. Wenn Jar Jar Binks einen schrecklichen, gnadenlosen Tod verdient hätte, was er zweifellos hat, wer sollte dann der Scharfrichter sein? Was sind das für Anakin.
falsche Antwort, Randall Hicks. Bitte denk gut nach. Das ist für mich nicht so einfach. Wenn die Ewoks auf Endor eine Silvesterparty veranstalten, wer sollten dann die Ehrengäste sein? Han und Chewie. Falsche Antwort. Vielleicht hast du die Frage nicht richtig verstanden. Vielleicht. Diesmal mache ich's richtig. Wenn die Sith wirklich schlecht gelaunte Zeitgenossen sind, die Jedi aber viel freundlicher, wer ist dann am hässlichsten? Die Hutten. Nicht korrekt. Versuch es nochmal. Wenn du es so sagst, dann kann ich wohl nicht Nein sagen. Wenn Obi-Wan den Tusken-Räubern begegnet, aber sich entscheidet, nichts zu sagen, wer ist dann höflicher? Chewbacca. Das ist nicht korrekt. Ehrlich? Ich war mir fast sicher, das war die richtige Antwort. Du schummelst doch nicht etwa, oder? Das würde ich niemals tun. Wenn Darth Vader viel später als sonst zu Abend ist, wer hat dann Grund, böse zu sein? Der Koch. Falsche Antwort, Randall Hicks. Ich dachte, du seist bei dem Thema Experte. Das wusste ich. Ich habe mich nur ganz kurz nicht konzentriert. Wenn Prinzessin Leia auf Hoth ein Picknick veranstaltet und Luke, Han, Wedge und Chewie dazu einlädt, wer kommt als erstes? Luke. Falsche Antwort, Randall Hicks. Bitte denk gut nach. Das ist für mich nicht so einfach. Wenn Han Solo vom Auftauprozess blind geworden ist und der Lando Calrissian versehentlich ins Auge haut, wer sollte dann den Millennium Falcon fliegen? Chewbacca. Falsche Antwort. Vielleicht hast du die Frage nicht richtig verstanden. Vielleicht. Diesmal mache ich's richtig. Wenn Boba Fett es geschafft hätte, auf wundersame Weise dem Sarlacc zu entkommen, wer ist dann der Charakter mit den wenigsten Zeilen in der ganzen Saga? R2-D2. Nicht korrekt. Versuch es nochmal. Wenn du es so sagst, dann kann ich wohl nicht Nein sagen. Wenn Prinzessin Leia einen gebratenen Tauntaun auf einmal verspeist und dann Chewbacca das gleiche mit einem Sturmtruppler macht, wer nimmt dann mehr zu? Jabba the Hutt. Das ist nicht korrekt. Ehrlich? Ich war mir fast sicher, das war die richtige Antwort. Du schummelst doch nicht etwa, oder? Das würde ich niemals tun. Wenn Admiral Akbars Gesicht wie ein mutierter Fisch aussieht und Chewbacca wie das Resultat einer Romanze zwischen einem Yeti und einem Yorkshire Terrier, wer ist dann das hässlichste Wesen im Universum? Leia. Falsche Antwort, Randall Hicks. Ich dachte, du seist bei dem Thema Experte. Das wusste ich. Ich habe mich nur ganz kurz nicht konzentriert. Wenn Lukes Lichtschwert beim Brunch kaputt geht, wer repariert es dann wieder? Yoda. Falsche Antwort, Randall Hicks. Bitte denk gut nach. Das ist für mich nicht so einfach. Wenn Yoda der weiseste Jedi in der Galaxie ist, wer ist dann der mächtigste? Yoda. Keiner kann's mit Yodas Weisheiten aufnehmen. Richtig. Aber ich muss sicher gehen, dass das nicht nur Anfängerglück war. Klar, sicher. Alles klar bei dir? Ging mir nie besser. Machen wir weiter. Wenn Tatooine der Heimatplanet von Anakin und von Luke ist, auf welchem Planeten wird dann dehydriertes Gemüse verkauft? Tatooine. Da ist es aber auch ganz schön heiß, oder? Nun gut. Ach, ja.
Gefundenen Jetzt erfahren. Hast du schon zwei. Nur noch eins. Bist du sicher, dass du okay bist? Ja. Machen wir weiter. Wenn Luke seine Ausbildung zum Jedi bei Yoda nie zu Ende gebracht hätte, wer sollte dann in Wirklichkeit die neue Hoffnung der Galaxie sein? Luke, da gibt's nicht viel Auswahl. Unglaublich. Du hast es geschafft. Okay, ich hab's versprochen. Also werde ich dich nicht töten. Mann, du siehst komisch. Was ist los? Processing. Was? Processing. Was musst du da noch rumrechnen? Gesteh deine Niederlage ein, Mann. Verscheißerst mich doch! Genau. Sing doch das verdammte Lied. Oh. Cool! Warum hast du meinen Supercomputer mit einem Hammer angegriffen? Und warum singt der jetzt? Weiß nicht, Mann. Ich glaub, du hast recht. Der ist total gaga. Ach, Mann. Jetzt muss ich den selbst reparieren. Weil ich nicht vorhabe, mir die ganze Zeit das Gedudel anzuhören, bis der Techniker kommt. Ehrlich? Mir gefällt's. Ach ja, du magst ja auch Stirb langsam 4.0. Ja, na und? Das ist ein Klassiker. Ein total unterschätzter Film. Ja, klar. Egal, ich hab jetzt zu tun, wenn's dir nichts ausmacht. Also lass mich arbeiten. Ja, na klar, mach nur. Man sieht sich. Charlie, hast du mal einen Moment? Nur wenn's was Wichtiges ist. Ich hab zu tun. Tja, kommt drauf an, was man als wichtig bezeichnet. Ich meine, für mich ist es wichtig. Na gut, dann lass hören. Was gibt's? Oh Mensch. Das Spiel macht mich fertig. Ich glaube fast, du willst dich gar nicht unterhalten. Dann gehe ich wohl lieber. Komm schon, Mann. Ich hab dir gesagt, ich hab zu tun. Ich hab heute den richtigen Scheißtag und damit nicht genug. Ich kann mit diesem Scheißding nicht richtig arbeiten. Wovon redest du? Der verdammte Schraubenzieher. Der ist für Schlitzschrauben und ich brauche einen Torx, damit ich Hells Lautsprecher abmontieren kann, dass der endlich mal die Klappe hält. Aber warum denn? Der Song ist der Hammer. Randall, bitte. Ich bin echt erschöpft. Lass mich einfach alleine. Okay, na dann. Ciao. Okay. Es ist der Wahnsinn.